da bin ich wieder. Ich war gerade, glaube ich, auch schon mal ganz kurz im Bild. Danke, Lara, auf jeden Fall. Und neben mir hier, seht ihr jetzt noch nicht, sehe ich aber schon, steht Wanda Essay, die was ganz, ganz Crazyes gemacht hat, wie ich finde, nämlich mitten in Corona eine Band gründen und einen Song schreiben und rausbringen. Und wir hören uns das jetzt mal an. Ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Spaß euch auch. Haut rein. Dankeschön. Hi, ich bin Wanda Essay, das ist meine geile Band. Joni, Camilla und Simon. Ja, das war gerade tatsächlich eine Uraufführung von meinem Song Tonight. Let's have fun. Ja, Joni muss gerade noch mal kurz Instrument wechseln. Kein Stress.
der einzige Song mit Gitarre. Juni ist eigentlich hauptberuflicher Bassist und springt hier gerade an der Gitarre ein, weil wir nur zu viert sein durften. Aber er macht's großartig. Gucken, was bei rauskommt. Let's go.
Sie. Dankeschön. Ja, das war No for No, vielleicht erkennen können. Den durfte ich rausbringen innerhalb eines Compilation-Albums meiner Uni, der Universität der Künste. Es ist auf dem Album Showcase Number One, UDK Showcase Number One, sehr gerne auf Spotify auschecken, sind sehr viele geile Songs drauf. Und an dieser Stelle muss ich auch meinen Dozierenden von der UDK danken, den geilen Mitbands hier, die uns das Equipment mitgeliehen haben, und unseren beiden Friends Jamal und Nadja, ohne die wir hier quasi ohne Instrumente stehen würden. Mega, mega, vielen, vielen Dank, ohne euch wäre es nicht möglich, so rum. Alles klar. Aha. Den gibt es auch auf Spotify.
you stand alone and stare and gently start to shiver, meant not to cause you so much hurt, but what else was I to do? There's no way to mount this wall that stands between us two, and it is, you know, a lonely task to walk along the river, to watch you stand alone and stare and gently start to shiver, meant not to cause you so much hurt, but what else was I to do? There's no way to mount this wall that stands between us two. The brown leaves falling and mark the start of the cold winter coming, and it's tearing us apart. We have so many words left and time to spend, but still we've reached an early end. The brown leaves falling, they mark the start of the cold winter coming, and it's tearing us apart. We have so many words left and time to spend, but still we've reached this early Leschke und Keys, everybody. Camilla Meister ja an Drums. Und Joni Saxala am Bass und Gitarre. Schön ist es hier. Ja. A little bit hard. Es liegt nicht an der Halle, es liegt an den hotten Menschen, die alle hier sind. Only one. We have into you. Only one. It's the way you talk to me. Yeah.
'cause I'm blind, but I'm blind for your lie behind open eyes, and you're the only one I see. Only one. Oh yeah, I'm into you. Only one. It's the way you talk to me. Only I can let go, let go, let go. You're the only one I see. Only one. Oh, I'm so into you. Only one. But until you tell the truth, but until to get you off my mind, and I know that we ain't over till I hear this straight from me. Ich komme schon. Geil. Der Weg ist immer so weit. Wanda Essay, vielen, vielen Dank. Und Band natürlich auch, vielen, vielen Dank. Ich würde dich einfach schon mal gleich rüberschicken zu Lara, damit du auch alle Fragen von Lara und von unseren ZuschauerInnen beantworten kannst. Du darfst gerne schon. Merci, Mann. Ich will gleich gehen. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schickt die unbedingt auch per SMS. Die Nummer sage ich nochmal durch, es ist die 015-226600-543. Wer sich das jetzt nicht merken konnte, keine Sorge, die findet ihr sowohl auf der Seite der Fette der Musik als auch auf Instagram, bei Berlin Alive, bei Alex Berlin, überall, wo wir heute vertreten sind, findet ihr auch diese Nummer nochmal. Also schreibt gerne eure Fragen und ich glaube, ihr könnt damit auch schon anfangen, denn sie ist sowieso schon da und wir können schon zu Lara rüber switchen. Yo, yo. Genau, ihr landet nämlich bei mir und mein Handy klingelt tatsächlich die ganze Zeit und zwar schreibt direkt jemand an Wanda Essay. Nicer Auftritt. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich habe mich voll gefreut, hier zu sein. Mit drei Ausrufezeichen. Und dann noch als Frage dazu, wie sehr feierst du Breakables? Ja. Wer war Was das? Ist denn Breakables? Wer war das? Breakables, habe ich heute gelernt, sind bestimmte Teile eines Drumsets, die man normalerweise immer selber mitbringt. Und da, ja, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ah, ist es das, was man mitnimmt und den Rest, der ist dann schon da? Genau. Right. Oder den darf man zumindest mal mitbenutzen, weil der nicht so empfindlich ist. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wer diese Frage gestellt hat. Aber du feierst Breakables. Ja, auf jeden Fall. Also ohne Breakables geht hier gar nichts. Okay, gut, dass wir das geklärt hätten. Jetzt zu den wichtigeren Sachen. Also wir kommen nachher noch zu ein paar Fragen. Ich habe erst so ein bisschen auf Instagram schon mitbekommen, Wanda Essay, wenn ihr sie suchen wollt. Du sprichst es richtig aus. Ich bin so amazed. Ja, sagt man doch ein Essay. Oder Essay, das sagen auch ganz viele. Wanda Essay. Okay, Wanda Essay. Auf jeden Fall, dass du sowieso, also generell einfach ein sehr musikalischer Mensch bist und da oft Total. Sachen postest. Und jetzt habe ich so mitbekommen, dass da jetzt auch irgendwie mehr Leute mit am Start sind und dass da jetzt so eine richtige Band draus gewachsen Richtig, ist. Richtig, ja. Beziehungsweise, dass du ja schon die richtig so gegründet hast. Genau, also meine Band hat sich gegründet während der Pandemie tatsächlich, also im Pandemiesommer so ein bisschen, da durfte man ja sich ein bisschen treffen und dann haben wir
Wir hatten das schon länger geplant und dann hat uns Corona so ein bisschen reingecrashed und dann haben wir das erstmal vertagt. Wir fangen mal noch, weiter vorne an. Du hast dir dann wahrscheinlich überlegt, okay, wäre irgendwie geil, eine Band zu machen. Hast du dann so ein Casting veranstaltet oder Gott, so? Nein. Oder hast du einfach gefragt, wen du willst und wen du magst einfach? Ich habe tatsächlich, also InstrumentalistInnen sind immer relativ beschäftigt und ist eigentlich immer froh, wenn man als Sängerin oder Sänger jemanden an den Start kriegt, den man mag und der irgendwie was kann. Und, oder die. Und da habe ich einfach UnikollegInnen gefragt und die haben alle ja gesagt, was mega crazy ist. Okay, es war gar kein Casting notwendig. Nee. Nee. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich war immer eher im Casting, von wegen bin ich gut genug für euch. Ihr seid so krass. Komm bitte zu mir. Achso, ja, war mir gar nicht klar, dass das meistens dann so eine Richtung, also das ist eher so von der. Es gibt so viele Sängerinnen und Sänger wahrscheinlich. Ja. Also habe ich immer so das Gefühl und dann ist man immer froh, wenn man noch Leute an den Start kriegt, die noch nicht zu viele Gigs und zu viele Occupations irgendwie haben. Ja. Dazu habe ich auch gleich eine passende Frage. So, ich muss erstmal das Handy wieder ankriegen. Slightly frightening. Und zwar, ey, das ist auch noch, ist zwar mit Touch, aber dieser langsame aber nicht Touch. Nicht so richtig. Naja, du weißt, was ich meine. Frage an Frau Essay. Wo bekommt man so tolle Musiker her? Musikerin würde ich jetzt noch dahinter schreiben. Wer ist der Pianist und wo spielen die sonst so? Mein Pianist heißt Simon Löschke. Hallo Simon. Ich kenne, Simon hat noch weitere Bands, ich kenne die Namen alle nicht leider, aber checkt Simon auf jeden Fall auf Instagram aus, er teilt auch Dinge und da werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, was er so macht und wir spielen, mal gucken, wo wir noch spielen diesen Sommer, ich kann noch nicht so viel sagen. Ist ja jetzt auch erstmal noch nicht so wichtig. Ne? Ja, jetzt haben wir ja gerade mal gespielt. So, genau. Man fängt jetzt erstmal an, man reicht jemand den kleinen Finger und gleich die ganze Hand so. Aber jetzt nochmal zu dem Anfang, weil es ja jetzt erst letzten Sommer so richtig losging. Hattest du dann so eine bestimmte Vorstellung von dem Sound, wie der sein soll? Weil ich meine, du musstest ja trotzdem eine Auswahl treffen zwischen den Leuten. Du musst ja sagen, das Instrument hätte ich gerne, das Instrument hätte ich gerne und das. Also hattest du so eine Vision davon, wie der Sound schon sein soll? Oder dachtest du einfach, ich will coole Leute, die und die mag ich und das wird sich dann organisch so entwickeln? So teils würde ich sagen. Also ich hatte, also das ist jetzt ja schon eine sehr Standard-Band-Besetzung im Sinne von, dass man irgendwie Keys, Bass und Drums hat. Und da wusste ich auch, dass ich die brauche für meine Songs. Und habe dann auch erstmal, weil ich gemerkt habe, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird es, Leute zusammenzukriegen an einen Termin, einfach um zu proben. Das hat einfach schon vorher nicht funktioniert. Und dann war es irgendwie der fünfte Anlauf und dann habe ich gedacht, so jetzt sind wir erstmal zu viert, das reicht erstmal. Und genau, und da haben wir dann erstmal in der Konstellation angefangen und was dann immer so additionally für mich dazukommt, wäre dann, wenn man jetzt größer denken würde, wäre dann irgendwie so Bläser, kann ich mir vorstellen, Streicher, Gitarre auf jeden Fall, wobei wir die ja heute jetzt auch von Juni gehört haben, aber das ist dann normalerweise so nicht eine Person, so. Ja. Und genau, und das ist, also es war schon erstmal die Auswahl von wegen so, ach cool, dass ihr Bock habt, dann machen wir das jetzt erstmal, aber es war mir schon wichtig, dass ich irgendwie Drums und Keys und Bass dabei habe und das hat ja gut gepasst. Und du bist auch schon so der Chef oder sind die anderen jetzt dabei und es wird jetzt demokratisch alles ausdiskutiert? Wir haben demokratischer angefangen, bis wir dann gemerkt haben, dass das besser funktioniert, wenn es einfach ein Lied gibt und dadurch, dass meine Songs sind und ich das dann irgendwie auch so ein bisschen angeleiert habe, irgendwie wurde ich dann ein bisschen erkoren oder hab mich immer so ein bisschen erst zurückgehalten, war immer ein bisschen schüchtern und dann haben sie alle gesagt, ja, jetzt mach doch mal hier, wir brauchen roten Faden. Ich so, okay, dann also wird jetzt das jetzt so undemokratisch. Nicht so diktatormäßig, aber so ein bisschen Klassensprecher. Ja, ich sage ganz viele böse Sachen in der Probe und dann hassen mich alle. Nein, nein. Also es ist Was sag ich mit Breakables? Was sag ich mit Breakables? Wer hat dieses Wort erfunden? Nee, genau. Also es helfen halt, also das, was ich noch sagen will, meine Band, ich bin zwar, also es ist zwar mein Projekt, aber ohne die ginge das nicht. Und die helfen so viel mit, die helfen musikalisch so viel mit. Ich könnte nicht solche Basslines schreiben, ich könnte auch nicht das für Schlagzeug schreiben oder irgendwie Camilla vorgeben, was sie da spielen soll oder so. Ja. Klavier auch nicht und das ist, also ohne die würde das musikalisch einfach nicht funktionieren. Tonight zum Beispiel ist vor 2 Wochen entstanden, da habe ich nur Vocals und irgendwie ein Feeling mitgebracht und dann kam plötzlich einfach das ganze Instrumentarium von der Band und genau, das, also ja, ist ein Team auf jeden Fall. Schon eine Teamsache. Voll, voll. Du, also ist jetzt schon ein bisschen schwer, eure Musik in irgendeine bestimmte Schublade zu
pressen will ja, ich auch gar nicht. Finde ich auch mit vieler Musik schwer, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, da tun sich auch viele schwer. Ja, ja, deswegen dachte ich, ja, ich frage dich einfach, was ist so das Gegenteil von eurer Musik? Oder wo willst du nicht hin? Das ist eine schwere Frage. Wo will ich nicht hin? Boah, das klingt so böse, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe sehr, sehr wenig Hörerfahrung im Metal. Da würde ich mich einfach nicht hintrauen, weil ich das gar nicht, also weil ich das überhaupt nicht kann. So, da habe ich einfach keine Erfahrung. Noch höre ich auch privat zwar nicht, aber ich weiß, dass das sehr, sehr krasse Musik ist und ich habe mich dabei noch nicht reingehört. Das wäre also so alles, was so in die härtere Richtung geht. Ich sage, gebe mir nicht. Und Klassik. Aber, also ich liebe Klassik, aber ich könnte auch keine Klassik machen. So. Also es soll schon auf jeden Fall irgendwie poppig sein. Ja, es ist, ich würde es so ein bisschen als Pop mit Elementen aus Jazz, Funk, Soul beschreiben. Also so ein Mix. Ja. Es ist Fusion. Ist das Fusion? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kenne nur Fusion Food. Ja. Es ist ein bisschen Fusion Food, aber Fusion Food Musik. Jetzt gibt es ja bisher vor allem die Single Waste of Love von euch im Internet zu finden. Genau. Worum geht es da in dem Song? Den hast ja dann du auch mitgebracht. Genau, sozusagen. Den habe ich mitgebracht. Da geht es darum, also für mich, ich habe da auch schon andere Interpretationen gehört, die ich ganz irgendwie interessant finde. Also das ist auch jedem selber überlassen, jeder selber überlassen. Aber für mich ist es war so ein bisschen so ein lonely, tatsächlich Corona-Song. Es war so am Anfang der Corona-Zeit, dachte ich mir so, boah, warum sind wir oft auf den Straßen und auch so in unseren Beziehungen und so kalt manchmal? Also warum kann man sich nicht einfach, auch wenn man nicht jetzt gleich was miteinander anfangen will oder beste Freunde sein will oder so, warum kann man nicht einfach ein bisschen mehr Good Vibes spreaden und einfach ein bisschen aufmerksamer sein, sich gegen, also anderen Leuten auch gegenüber. Und habe das so gemerkt, so in meinem Bekanntenkreis irgendwie und einfach so auch im öffentlichen Raum, dass man so andere Leute nicht so wahrnimmt irgendwie. Und das ist für mich so Waste of Love. Also von wegen, schade, dass du deine Liebe irgendwo anders hinpackst, aber nicht so nach außen kehrst irgendwie. Ja, boah, schwer zu fragen. Aber das ist auch so ein, also ich empfehle den Song auch, der, weiß nicht, der hatte für mich schon verschiedenste Bedeutungen. Also in manchen Situationen ist es ein Love-Sick-Song, in manchen ist es, geht es um eine Freundschaft, in manchen Situationen geht es um einfach halt so, ne, Leben, allgemeines Daily Life. Ja. Ja. Aber findest du jetzt diese verlorene Liebe irgendwie, dass das vor allem ein Phänomen ist, ein deutsches Phänomen? Oder dass es vor allem ein junge Generation Phänomen ist, weil du ja auch meintest, dass man nicht mehr so auf die anderen schaut und ich meine, wenn jeder halt so, ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gegenüber der Jugend oder so gemeint, sondern einfach ja viel am Handy, viel mit Kopfhörer drin und so, da nehme ich mich ja gar nicht raus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das zum Teil so ein bisschen deutsche Mentalität ist, also ich kenne schon, das kennt man ja aus Berlin, so die Berliner Schnauze und so, dass man, also dass das so ein bisschen, wie nennt man das denn, ja, dass es irgendwie so auf cool gemacht wird, aber eigentlich finde ich es gar nicht so cool. Also ich dachte auch immer so, ja, in Berlin sind alle so cool, aber im Endeffekt denke ich mir, es ist viel cooler, wenn man warmherzig ist. Ja. Und ich habe das schon, also ich kenne schon aus anderen Ländern so, dass es schon auch andere Mentalitäten gibt, wobei Berlin ja dann ein Melting Pot ist und das sowieso, also keine Ahnung, es gibt in Berlin super warmherzige Leute. Das ist gar keine Verallgemeinerung, aber es ist so, ja, schon ein bisschen deutsche Mentalität. Ich komme aus Norddeutschland, da ist es besonders stark. Ich war da tatsächlich am Wochenende in Warnemünde. In Warnemünde, und ah, ich war total überrascht, wie nett die Menschen sind. Ach so, vielleicht war ich da zu lange nicht mehr, vielleicht sind die jetzt netter geworden. Ich habe auch überlegt, ist jetzt, ich war in Warnemünde, ist halt auch Touri-mäßig ja voll am Start. Aber ich war tatsächlich überrascht, also weil ich auch immer so das Gefühl hatte, ja, aber auf jeden Fall sehr cool und so verschlossen. Ja. Aber die Leute waren alle sehr nett. Geil, das freut mich. Vielleicht sind einfach alle happy, dass der Lockdown vorbei ist. Ja, das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Das ist cool. Okay, aber nochmal zu Waste of Love. Yes. Das war dann auch der erste Song, den ihr so richtig als Band dann aufgenommen und produziert habt. Genau, den haben wir, da haben wir eine, den lieben Matze Schilling kennengelernt. Ha, liebe Grüße gehen raus. Der, glaube ich, auch zuguckt. Mal gucken. den habe ich über Facebook, also wir haben ein bisschen geschrieben, weil er eine Produktion angeboten hat quasi und dann haben wir da so ein bisschen Kooperation gemacht draus
Und dann meinte ich so, ich habe irgendwie gesagt, hey, ich habe eine Band und ich habe einen Song. Das stimmte halt alles gar nicht. Ich hatte noch keine Band so richtig und ich hatte auch noch keinen richtig fertigen Song. Und das hat mir aber so Hummeln unterm Hintern gemacht, dass ich halt dann angefangen habe, den fertig zu schreiben. Ich habe ihn fertig geschrieben und wir haben halt angefangen, ordentlich zu proben und haben dann so ein bisschen wirklich fast ein halbes Jahr an dem gearbeitet, weil man halt immer nur so selten proben konnte, immer je nach Inzidenz. Mhm. Musste man halt super aufpassen, dann gab es voll wenig Möglichkeiten und genau, haben uns auf den ganz doll fixiert und haben ihn dann recorded. Tatsächlich auch noch in einer ganz bisschen anderen Besetzung. Da hatte ich noch die Käthe Johanning am Piano, die jetzt aber super busy ist. Und da haben wir es wieder mit den Beschäftigten. Genau, da sind wir jetzt super beschäftigt und da sind wir jetzt, sie ist in unseren Herzen dabei und tourt gerade auf irgendwelchen anderen Bühnen rum. Und Simon ist einfach nachgerückt, der ist nämlich aus meinem Studium und dann habe ich ihn gefragt und er hat Gott sei Dank ja gesagt. Und es bleibt jetzt auch dann die Besetzung, ja, oder? Ich finde das gut so. Ich hoffe, sie bleiben dabei. Und nicht jetzt so, ich habe schon vorhin gedacht, so Gott, ich diss ja sogar die Leute auf der Bühne, wenn sie da, müssen sie aushalten. Du musst warmherziger sein. Ja, ich muss warmherziger, genau. Es ist ja immer auch was anderes, man muss das immer im Kontext sehen. Es ist immer so, ja, auch so ein Arbeitskontext. Dann. Ich werde auch gedisst, das ist okay. Dann sowieso. Oh, und ich muss noch, habe ich noch ganz kurz was, 30 Sekunden? Nein, ich habe gerade eine Meldung bekommen, wir sollen 5 Minuten länger reden. Ah, super, dann kann, oh, darf ich noch... Mach! Geil, weil ich habe nämlich gerade im Set in der Aufregung vergessen, meine liebe Freundin Natascha zu crediten, die A Song For You geschrieben hat. Ich habe nur mitgeschrieben bei dem Song, ich habe nur die Melodie geschrieben. Natascha hat alles andere gemacht und sie hat uns netterweise erlaubt, den heute hier zu featuren. Vielen Dank, Natascha und Tash, sorry, dass ich dich da nicht erwähnt habe. Jetzt hast du sie ja erwähnt. Jetzt. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich einfach zu dumm bin zum Googlen, aber ich habe gar kein Musikvideo gefunden zu Waste of Love. Gibt's auch nicht. Und ich genau, deswegen ist es, also es wird auch keins mehr geben. Denkst du, Musikvideos, das ist sowas, das hat man so in den 2000ern, 90ern gebraucht. Nee. Heutzutage nicht mehr so. Das war tatsächlich so ein bisschen so eine Zeit- und Corona-Sache. Also wir haben ja eigentlich jetzt mittlerweile ein Musikvideo von zwar den One-Shot mit Alex Berlin, der jetzt auch draußen ist, ne? Mal auschecken. Genau, aber wir haben kein offizielles Musikvideo gedreht, noch nicht dazu, weil dann die Zahlen wieder hochgingen und wir erstmal wieder nach November, ich glaube, wir haben im November aufgenommen und da mussten wir halt dann erstmal wieder alles runterfahren. Und dann kam auch schon so ein bisschen die Aussicht darauf, dass wir ein Set brauchen für die Fett. Und dann haben wir uns darauf konzentriert, genau. Auch gut. Nee, ich dachte nur, vielleicht ist da irgendein tieferer Sinn dahinter. Also es kommt noch eine Live-Session, eine ganz specially Live-Session, wo wir es neu arrangiert haben. Mehr sage ich jetzt nicht. Okay. Kommt bald. Ihr studiert ja alle an der UDK. Right. Ihr seid also alle ziemliche Musikexperten, Expertinnen. Sollten wir sein. Wenn jetzt Dozenten und Dozentinnen zugucken, dann wird sie jetzt beide jetzt Musikfragen stellen. Ich studiere Musikwissenschaften. Wir sind ja immer so ein bisschen die Loser. An der HU habe ich auch studiert. Da habe ich vorher studiert. Ich habe immer das Gefühl, wir sind immer die so, ja. Ja, da darf man sie überhaupt nichts, nein, das darf man überhaupt nicht so ich sagen. Ich studiere gerne Musikwissenschaften. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ihr trotzdem alle sozusagen eine klassische Ausbildung ja irgendwie genießt, egal in welche Richtung, also jetzt klassisch einfach klassisch, generell gemeint. Ja. Würdest du sagen, dass ihr dadurch jetzt irgendwelche Vorteile habt gegenüber anderen Bands oder habt ihr vielleicht sogar dadurch noch mehr Probleme, weil jeder doch so mehr special Sachen machen will oder so? Rastet hier das Handy aus. Es rastet aus. ich glaube, es sind Vor- und Nachteile. Ich glaube, mehr Vorteile. Also ich fühle mich sehr, sehr privilegiert, in diesem Studiengang zu sein und Musik studieren zu dürfen. Oder ich studiere gerade Musik auf Lehramt. Nochmal mit der Option dazu, dann Lehrerin werden zu können. Wir kriegen krass viel Unterricht und krass viel Unterstützung von der Uni, halt selbst für solche Gigs. Also die haben uns jetzt auch gesagt, ja, hier probt auf jeden Fall in unseren Räumen und nehmt Schlagzeug und so. Oder Teile des Schlagzeugs und außer dem Breakables. Ich wollte gerade sagen, Breakables. nee, die hätten wir eigentlich mal mitnehmen sollen. Naja, auf jeden Fall. Es ist vor allem dann die Infrastruktur. Es ist schon eine krasse, genau, Infrastruktur und halt auch die Connections zu den Leuten, die hätte ich ja sonst gar nicht kennengelernt. Also ich habe, bevor ich Musik studiert habe, auch schon versucht, irgendwie mal so musikalische Gruppen oder irgendwie mal Musiktheater zu machen. Das war übelst schwer, da wirklich Gleichgesinnte zu finden, die auch sagen, ja, wir wollen das auch wirklich durchziehen und wir wollen auch wirklich regelmäßig proben und wenn es auf den Gig geht, dann geht das auch vor und so. Und das ist halt schwierig, dasselbe Commitment-Level zu finden. Und das ist im Studium halt voll gegeben, alle haben Bock. Und das ist super crazy. Und ich fühle mich sehr, sehr lucky, dass ich da bin. Ja,
schon Vorteile. Natürlich Nachteile, wenn man sagt, okay, wir haben irgendwie Veranstaltungen und können deshalb nicht proben oder so, aber das. Ja, aber ich meine, ihr macht halt Musik auf einem hohen Niveau dadurch ja auch irgendwie. Also ich hoffe doch, vielen Dank. Gar nicht irgendwie blöd gemeint gegenüber. Also es gibt ja auch in jedem Beruf einfach Musikstudium ist schon nicht nötig, um genau. gute Musik zu machen. Auf keinen aber Fall. Es ist ja trotzdem Phineas und Billie Eilish. Genau. So, also. Ne? dann habe ich hier noch eine Frage. Beziehungsweise erstmal ein Kompliment. Sehr guter Auftritt wieder. Mega, vielen Dank. Auch Komplimente an den Bassisten. Smiley. Aha. Ah, I know who you are. Wie lange gibt es euch schon als Band? Darüber haben wir schon gesprochen. Mensch, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, seit einem Jahr, würde ich sagen, ne? Ungefähr. Ja. Also bald einjähriges. Was ist denn jetzt mal ein bisschen noch kurz in die Zukunft geschaut, bevor es wieder weitergeht mit der nächsten Band? Was sieht jetzt so, wie ist euer Plan in nächster Zeit? Habt ihr jetzt irgendwie ganz viel an Live-Gigs irgendwie angenommen oder ist es doch alles in der Schwebe, weil ja keiner weiß irgendwie, was ist erlaubt, was ist verboten? Oder denkt ihr jetzt, ist erstmal, jetzt machen wir erstmal ein Album oder so? Wie ist der Plan? Raus damit! Nee, also es ist tatsächlich so ein bisschen, also auftrittsmäßig tatsächlich ein bisschen in der Schwebe, weil das jetzt gerade erst so anläuft, habe ich das Gefühl. Also es ist ja auch jetzt hier noch ohne Publikum und natürlich hoffen wir alle, dass wir auch alle wieder mit richtigem Publikum, mit viel Publikum spielen können. Und sind einfach irgendwie gerade mega geflasht, dass es überhaupt jetzt so schnell geklappt hat, dass wir auftreten dürfen und unser Set spielen dürfen. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich irgendwie mein Set präsentieren durfte. Mega crazy, crazy Moment eigentlich gerade, so mind is blown. Und ja, wir, also, es ist eine EP in der Arbeit. Ich will aber jetzt noch nicht zu viel versprechen. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder so, noch nichts Release-mäßiges. Aber dafür gibt es ja Social Media. Aber da gibt es Social Media und stay tuned und so. Nee, also es ist das in der Mache und auf jeden Fall auch Richtung Recording wieder. Ja, mal gucken, what the future holds. Nice, dann vielen Dank für euren Besuch. Danke dir. Und, vielen Dank. Danke. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Band und ich gebe wieder rüber zur Bühne.